Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Let's Play The Darkest Dungeon. Wo ich ehrlich gesagt noch nicht so wirklich weiß, was ich heute machen will. Auf jeden Fall, wenn wir Geld sparen, sehr schön, Wald, levelt so allmählich ab. Auf Level 3 haben wir in den jeweiligen Gebieten dann den nächsten Boss freigeschaltet. Scheiße. Eigentlich hatte ich heute vor, hier sammle das Blut. Eigentlich wollte ich heute Blut sammeln. Ausgerechnet heute ist die Sammle das Blut-Quest natürlich eine Stufe 3-Quest. Leckt mich doch am Arsch. Mal jetzt was anderes. Ich hab extra noch einen scheiß Kopfgeldjäger rekrutiert, den ich eigentlich dann mitnehmen wollte. Ist das bitter, ey. Sammle 3 Relikte des Vorfahren. Plus 15% Schaden der Nahkampffähigkeiten. Das ist natürlich eine geile Belohnung. Nur Wegelager. Plus 10% Entschärfen auf Fallen. Den machen wir hier. Gehen wir in die Ruinen rein. Und zwar nehmen wir mit den Okkultisten. Dann wo ist er denn jetzt? Hier. Dann nehme ich mal den Kopfgeldjäger mit. Den wollte ich eigentlich so als Wegwerfcharakter mit in den Hof nehmen. Mit 3 Vampiren zusammen, wisst ihr, weil damit da nichts passieren kann. Aber es hat halt nicht drin sein. Dann hätte ich ganz gerne, ich glaube, den Fitzroy nehme ich mit. Der hat nämlich schon Stufe 2. Und hat man nicht noch eine Avaleste oder irgendwas? Die war draufgegangen, ne? Ne, da oben ist er. So. All or nothing. Auf geht's. Natürlich nehmen wir wieder ordentlich was zu fressen mit. Fackeln, damit es nicht so düster wird. Ach, wir haben wir auch wieder Blut mit nach Hause gebracht? Wir hatten 6, als wir zur letzten Quest aufgebrochen sind. Müssen wir 2 Blut gefunden haben, ne? Theoretisch. So, das ist ganz wichtig hier. Das nehmen wir mit. Und dann können wir auch Weihwasser mit gebrauchen. Ja, dann auf in die Schlacht. 6000 Gold. Ich muss echt mal wieder einen Antiquarian ranmachen. Das war mal wieder ein bisschen mehr Gold zusammenkriegen und finden. Weil das brauche ich so allmählich dann auch wieder für das eine oder andere Upgrade. Das ist echt eine Ressource, die uns zurzeit wieder zur Neige geht. The fiends must be driven back. And what better place to begin than the seat of our noble line? So. Eine Route habe ich mir schon ausgelobert gerade. Warum? Keine Ahnung. Oh, ein Tagebuch. Blutgetränkte herausgerissene Seite eines Tagebuches. Die Wunde fängt an zu eitern. Das Fleisch um sie herum ist grau, schuppig und gefurcht, fast wie bei Fischen. Während ich dies schreibe, klingt mein Atem hohl. Und es fällt mir schwer, Luft zu holen. Meine Kameraden lachen und sagen mir, ich solle mir keine Sorgen machen. Es sei nur der salzige Dunst, der diese Höhlen durchdringt. Und gleich nochmal ein bisschen Licht. So. Vampire fletschen. Kriegen wir hin. Was bewirkt denn das Sperrfeuer? Ziel schwächen.
schieße ich lieber direkt drauf, oder? Obwohl, nee. Wenn die Schwächung greift, haben die nämlich weniger Präzision. Das ist auch cool. So, der wird erstmal zurückgestoßen. Was mir gerade so ein bisschen fehlt, ist Damage Output, ne? Das ist echt unglücklich. Da ist die Gruppe nicht so wirklich drauf eingestellt hier. Confidence surges as the enemy crumbles. Ich hoffe, dass das jetzt nicht schief geht, aber ansonsten habe ich halt noch ein Vampir für unsere nächste Expedition in den Hof. Ja gut, Gifttau geht noch, das ist nicht so schlimm. Das ist schon weniger schön. Ah, die sind aber auch was furchtbar, ne? Ja, lass stehen mal weg. Kann man die eigentlich betäuben? Nee, nicht wirklich. Eine andere Fähigkeit hat er aber nicht. Dann machen wir es halt so rum. Das war doch auch ein schönes Kombo. Bei dem Kopfgeldjäger, da würde mich das ehrlich gesagt gar nicht so wirklich stören, wenn der vampirisiert wird, weil den habe ich ja eigentlich eh nur eingestellt, weil ich den mit in den Hof nehmen wollte. Ne? A decisive pummeling. Er ist aber auch C. Weil ich habe nicht so wirklich großartig Damage Output hier, ne? Die Gruppe ist nicht unbedingt für den Kampf gegen Vampire ausgelegt, aber das ist nicht so schlimm. Das da komme ich schon mit klar. So viele Räume sind sie auch gar nicht. Ich hoffe, wir treffen nicht auf so viele Vampire hier. So, der Kampf ist schon eher was. Du bist der Nächste! Aber da erstmal wieder ein Sperrfeuer. Zack. Ah, okay, der Okkultist wird sich jetzt mal heilen müssen. 36! Wahnsinn, ey! Alter! Okkultisten sind so viel geiler als Vestalen. Gut, bei den Vestalen hast du eine sichere Heilung. Beim Okkultisten kann das ja auch richtig daneben gehen. Aber ich muss ja echt mal sagen, wenn der Okkultist reinknallt, dann knallt er auch auf das rein. Ringing ears. Ouch. A vision. The end approaches. So. Er bereitet sich mal vor. Wir müssen die Kerle da hinten wegkriegen. Ah, er kann sich selber nicht heilen. Das ist natürlich sehr geil. Ich hab gesagt, wir müssen die Kerle da hinten wegkriegen. Und vorzugsweise die Kerle hier vorne natürlich auch, damit wir an die Kerle da hinten rankommen. So. Tschüss! Decimated. Oh Gott. Schade. Hätte ja auch funktionieren können. So, die Heilung war jetzt nicht ganz so geil, aber trotzdem ausreichend. Their formation is broken. Maintain the offensive. Ja, der kriegt erstmal auf Dex hier. Der uns da nicht mehr stören kann.
der auf dem Deck. Und schon haben wir im Prinzip diesen Kampf gewonnen. Du bist der Nächste! Da war auch nur, weil ich meinen Avalest noch mal heilen wollte. Ah, und Blut können wir auch mitnehmen. Für unsere Vampire finde ich gut, aber wir haben mindestens noch einen weiteren Kampf hier. Und wahrscheinlich in den Gängen noch jede Menge Vampire. Ja, ich weiß, die Anzahl der Vampire steigt mit der Zeit, dadurch, dass die Korruption halt immer schlimmer wird. Oder die Verseuchung, oder wie auch immer es nennt. Na, du heißt dich mal so. Na, menschliche Gegner ist schon eine Weile her. Markierst dir mal ein Ziel und dann kannst du in der nächsten Runde dann auch klöppeln. Du machst mal die Vergeltung klar. Du startest du erstmal mit dem Speerfeuer, um die dahinter ein bisschen zu bewachen. Und dann knallen wir den erstmal in der Artillerie rein. Solange die da hinten noch stehen, denn... Oh, cool. Ja, mach du das bitte auch. Das ist geil, dass diese Attacke gleich die Vergeltung triggert. Sowas liebe ich ja. Okay, der kriegt auch nochmal einen aufs Maul. In der nächsten Runde kann der Okkultist unseren Kopfgeldjäger dann heilen. Eradicated. Wenn er überhaupt noch ankommt. Ja, okay. Richtig geil. Aber heute bluten wir ziemlich oft, ne? Aber ich würde sagen, den Kampf haben wir gewonnen. Wenn nur noch ein Gegner da ist, dann kann die Avaleste nicht mehr wirklich helfen. Aber die kann ja dann immer noch ihre Heilung machen. Das ist ja auch in Ordnung. Oh, zweimal in Folge, ist auch geil. A momentary abatement. Richtig geil. Und tschüss, Mann! Be wary. Triumphant pride precipitates a dizzying fall. Die Sprüche, die der Erzähler so raushaut, ne? Ich find das total gut gemacht. A blazing star. Muss ich an dieser Stelle ja mal erwähnen. Das ist der letzte Raum, oder? Ich muss erst das ganze Gewölbe, oder? Guck du mal. Du bist nicht so wichtig, du bist eigentlich nur Füller. Ein Füllerheld. In Radiance may we find victory. Ambushed by foul invention. Deswegen sollte ich ihn vielleicht auch für die Fallen auswählen. The light. The promise of safety. Könnte helfen. Ah, Spinnen. Natürlich. Scheiße. So eine Scheiße. Ausgerechnet der Okkultist, der eigentlich jetzt heilen sollte hier. So, das Gute ist, dass sie nicht sonderlich viele Lebenspunkte haben. Das heißt, sie kriegen nicht so schön aufs Maul hier und das regelmäßig. Executed with impunity. Also die haben sich total auf den Okkultisten eingeschossen, weil der natürlich da im Netz hockt, ne? Inspiration and improvement. Das könnte ich natürlich zu meinem Vorteil nutzen, indem ich einfach den Waffenknecht ihn beschimpfen lasse. Aber ich glaube, das wird nicht nötig sein. Ich glaube, wir schaffen das auch so. Tschüss, Mann!
immer noch nicht der letzte Raumkampf. Brought low and driven into the mud. Okay, jetzt müssen wir wieder gucken. Ich habe ja noch Verbände. Warum sagten mir das keiner? Nehmen wir die Halbkräuter weg. Oh, es wird erkundet. Vier Kämpfe noch. Auf der Route, die ich gehen will, sind es noch vier Kämpfe. Da sind bestimmt noch mal Vampire dabei. Ich bin ein bisschen fixiert auf Vampire, merkt ihr das? Hätte besser laufen können. The way is lit. The path is clear. We require only the strength to follow. Ja, reicht doch, da sind sie ja wieder. Da sind sie wieder. Erzürnende Beleidigung! Ich müsste auch mal heilen, ne? Wenn ich mal nachdenke. Verdammt, Mist, ey. Das gefällt mir nicht. Ich bin mir relativ sicher, vor dem Ende dieses Dungeons haben wir noch ein, zwei Vampire hier in der Gruppe. Da wird es definitiv drauf hinauslaufen. Einmal weggeklöppelt. Ja, ich weiß, der Kleine wird gleich wieder die Mistviecher rufen, aber da hatten die anderen gerade mal ein bisschen Priorität. Einfach, weil ich weitere Vampire verhindern will. Und ich weiß... Da steht aber auch nicht dabei, was den Vampirfluch erschaffen kann hier, ne? Steht beim Blutsauger nicht dabei. Bin mir nicht sicher, ob diese Moskitos das auch können. Das ist das Problem. Was die Moskitos natürlich können, ist so richtig schön hier für Stress sorgen. Also ich denke, der Kopfgeldjäger hat gerade so ein bisschen Arschstrafe. Ja, okay, die können das auch. War sowas von klar. Das war sowas von klar. Warum machen wir nicht einfach eine komplette Vampirgruppe? Ja, was soll's? Ja, läuft. Jetzt läuft's aber gerade wieder hier. Jetzt läuft's hier gerade wieder richtig. Fünf Lebenspunkte noch. Super. Immer ein bisschen betäuben hier. Und ich mache schon meine Erstversorgung, dann haben wir da nämlich noch mal einen Buff drauf. Das war sowas von klar. Das gerät hier gerade völlig außer Kontrolle. No hope at all. Jetzt stellen sich die Gruppen um hier. Alter, was ist mit meinem Okkultisten los? Es geht doch hier richtig schief gerade. Aber so richtig, richtig schief. Vor allem, wenn ich bedenke, dass wir noch drei Kämpfe vor uns haben und die Gruppe hier gerade
total auseinandergenommen wird. Das ist... Ich habe keine andere Wahl. Ich muss dich erstmal heilen. Anders funktioniert das nicht. Du bist da vorhin für 36 und jetzt kriegt er gerade mal so 6-7 hin, ne? Ja, reiß die anderen noch mit rein. Warum auch nicht? Du Alter! Sedated. Die Leine. Gut. Dann beschützen wir halt den, ist mir doch egal. Compassion is a rarity in the fevered pitch of battle. Da behalte ich meinen Kopf nicht hin. Und tschüss. Destroyed. Ja, aber den Schaden wenigstens wieder so ein victory. Bisschen einfahren können. But a victory nonetheless. Heilkräuter. Heilkräuter heben Gift auf, ne? Ne, Schwächungen. Ja, das ist nicht so. Oh Gott. As the light gains purchase, spirits are lifted. Das ist nicht purpose is made clear. Unbedingt die optimale Gruppe hier. Ich kann es doch nochmal sagen. So, Eröffnungszug. Die hat noch 6, die hat noch 8. Jetzt nehmen wir die mal nach vorne. Er macht einen präzisen Schuss auf den da. Oder sie, tut mir leid. Er, sie ist ja auch egal. So, du. Sie ist ja sowieso betäubt, ne? Dann starte du mal deine Vergeltung. Ja, vielleicht funktioniert es ja. Yes, hat sich schon gelohnt. Hat sich richtig gelohnt hier. Na gut. So, vielleicht können wir den ja betäuben, dass der seinen Zug jetzt verliert. Wunderbar. Jetzt klappt es etwas besser hier. So. Nebenbei fängt unser Okkultist das Heilen an, um uns auf die anderen Kämpfe vorzubereiten. Der Okkultist kann natürlich zwischendurch auch mal geheilt werden, der aber lässt auch. The blood quickens. Zack. Weg damit. 15, 21. Oh, komm hier. Dann heil den. Natürlich. Gut, der hat ja auch reduzierten Widerstand gegen Bluten, ne? Durch den Blutfluch und das alles. Seize this momentum. Push on to the task's end. Okay, warte mal. Lass mich mal kurz gucken, was ist denn das hier? Eine dekorative Urne mit der Asche der Verstorbenen. Mit Weihwasser behandeln hat einen positiven Effekt. Kostbarkeiten bleiben zurück. Hier die Schaufeln brauchen wir nicht mehr. Wir wissen ja, dass da nichts mehr kommt, ne? Ich will überlegen, ob wir nachher dann nochmal zurückgehen und die Kurios da noch holen. Hallo! Ne? Vergeltung! Waffenknechte sind schon geil. Die sind schon richtig geil. Zack, Wumms. Finde ich klasse. Nein, nein, mir reicht es.
Dann mach da vorne. Ja, der weiß das wenigstens zu schätzen. Verzweifelte Helden sind furchtbar. Ich blute. Laut. So, darf er dich jetzt heilen? Oh, jetzt darf er. Okay. Dann haben wir ja vielleicht doch nochmal volle Power für den, ich sag mal, Endkampf. So, mach da mal eine Erstversorgung. Ich gebe dem Okkultisten nochmal eine Chance, dich zu heilen. Yes! Läuft doch! So, jetzt haben wir alle volle Power, ne? Eine coole Sache. Da sind wir ja für die letzte Schlacht in diesem Dungeon echt nochmal vorbereitet, ne? These nightmarish creatures can be felled. They can be beaten. Alte Bücher. Tagaktiv. Minus 2 Geschwindigkeit bei Licht unter so und so. Gut, das ist nicht so schlimm. Weil ich sowieso immer zusehe, dass unser Licht möglichst hoch ist. Wenigstens keine Vampire mehr. Ja, ausgerechnet die beiden, ne? Okay, hier kommt Vergeltung. Artillerie aus dem Jenseits. War so klar. Das nehmen wir mal wieder ein Sperrfeuer. Einfach irgendwie noch ein bisschen zu die Waffen, ja? Wumms. Wir hatten unser Waffenknecht ordentlich reinfletscht. Aber ordentlich reinfletscht. Guckt euch das an, ey. Wumms. Ich habe das ja wohl gesehen, dass die blöde Beschwörerin da unser Licht reduziert. Da wir die Fackeln eh nicht mehr brauchen. Schade, hätte ja auch reichen können. Hier, eine Blendgranate. Damit haben wir sie jetzt nämlich beide außer Gefecht gesetzt und können in Ruhe die letzten Schläge ansetzen. Und Schiffsmann! So, und eine weitere Quest haben wir erfolgreich abgeschlossen. So too will Resistance. Ich bin jetzt nur gerade am überlegen, holen wir uns die Kurios noch? Nee, das haben wir zu viel Stressschaden. Ich will nicht, dass der Waffenknecht hier auch noch verzweifelt. Das heißt, ich kann den Schlüssel hier lassen. Ah, aber die Rüstung müssen wir uns noch ansehen. Eine altertümliche Rüstung steht inmitten der Ruinen. Ah, okay. Na gut. More bones return to rest. Devils remanded to their abyss. Das war mal wieder eine etwas lukrativere Queste. Dass wir auch mal wieder so ein paar Ressourcen reinkriegen. Vor allem jede Menge Erbstücke. Das ist sehr schön. Vielleicht können wir ja das eine oder andere im Dorf jetzt tatsächlich dann auch mal wieder upgraden. Muss ich da mal gucken. Okay, ja. Der Kopfgeldjäger ist verzweifelt. Das müssen wir dann erstmal beheben. Das überrascht mich nicht, dass der die Ruinen jetzt hat. Dunkle Versuchung. Nein! Ein Okkultist, der dazu neigt, sich mit den dunklen Künsten zu beschäftigen. Ich bin. Kann einen beliebigen Fehlschlag in einen Treffer verwandeln. Ersetzt Heilertalent. Nein! Nicht Heilertalent! Heilertalent war geil. Das war, dass er zusätzlich heilt, ne? Na gut. Ich kann es nicht ändern. Ich sollte vielleicht
den ein oder anderen positiven Punkt tatsächlich auch mal festigen. Alter, haben die alle Level ab... Ach so, ja, natürlich. Die Narren ja sowieso. Die sind ja im Dorf geblieben. Okay, was können wir denn an Frischfleisch anwerben? Eine neue Arbaleste. Aber ich glaube, ich lasse die Position tatsächlich erstmal offen. Ja, verzweifelt. Wo ist er denn? Da ist er. Der muss auf jeden Fall... Als allererstes muss er zum Schmied in die Gilde, sonst vergesse ich das nämlich. Ja, ich nehme einfach mal die Fähigkeiten, die er hat. Das würde ich mir jetzt allgemein sowieso mehr angewöhnen, um so ein bisschen mehr Individualität in unsere einzelnen Helden zu bringen, dass wir die immer mit den Fähigkeiten nehmen, die sie haben. Kannst du beten. Ich werde jetzt dann hier nochmal durchgucken, ob wir noch irgendwelche Ausrüstung aufleveln können, ob wir irgendwelche Gebäude aufleveln können. Das war's allerdings mit The Darkest Dungeon für heute. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und hoffe, ihr seid dann auch in der nächsten Folge wieder mit dabei. Ich würde mich da auf jeden Fall sehr drüber freuen. Bis dann.